Am Samstagabend um kurz vor 18 Uhr hat sich in Brühl ein tragischer Unfall ereignet, bei dem ein 83-jähriger Mann beim Rückwärtsausparken aus einer sogenannten Zweistockgarage seine Ehefrau überrollt hat. Beim Rückwärtsfahren hat er die Frau übersehen und durch den Zusammenprall kam die zu Fall und im Anschluss hat er sie dann überrollt. Es wurde gemeldet, eine Person unter einem PKW. Beim Eintreffen des ersten Fahrzeuges fanden wir eine Person unter dem hinteren Achsen eingeklemmt vor, die wir dann technisch retten mussten. Wir haben im ersten Moment haben wir versucht, das Fahrzeug zu unterbauen und haben dann mit pneumatischen Hebekissen das Fahrzeug so weit angehoben, dass eine Rettung möglich wurde. Parallel dazu war der Notarzt vor Ort, der auch dann quasi eine Crashrettung uns befohlen hat, sodass wir quasi relativ schnell die Frau aus dieser Unglücksstelle retten konnten. Eine Crashrettung bedeutet, dass man eine Rettung sofort einleitet und weitere Verletzungen auch in Kauf nimmt. Neben der Feuerwehr Brühl, die mit einem Rüstzug vor Ort war, war auch die Feuerwehr Ketsch mit einem Rüstzug im Einsatz. Die Polizei, dann die verkehrspolizeilichen Abwicklungen sowie der Rettungsdienst mit einem Notarztwagen, einem Rettungswagen sowie einem Rettungshubschrauber. Bei dem Fall handelt es sich um einen tragischen Unfall, bei dem der 83-Jährige seine 80-jährige Ehefrau leider, man muss es sagen, schlichtweg übersehen hat und sie so überrollt hat. Leider ist die Frau im Anschluss im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. An der Einsatzstelle befand sich auch ein Notfallseelsorger, der sich hauptsächlich um den Ehemann kümmerte. Auch im Nachgang wird der Familie ein Angebot unterbreitet, um sich eben durch geschulte Notfallseelsorger eine Betreuung zu unterziehen. Die weitere Unfallermittlung, die hat der Verkehrsdienst Heidelberg gemeinsam mit einem Sachverständigen übernommen. Die haben sich auch schon an der Unfallstelle ein Bild von der ganzen Sache gemacht.